Ich guck hier. Oh mein Gott. Gott. Er ist zur Seite. Geh mal zur Seite. Geh mal dahin. Geh mal dahin. Er ist da nicht mehr. Er ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Wo? Allah in der Ecke. Seht ihr ihn an der Ecke, der Winsen? Ey, ich werde die ganze Nacht nicht schlafen können. Wir müssen den wegbekommen. Walla ist nicht mehr da. Er ist locker hier oben. Ich sehe es nicht, Leute. Seht ihr es? Einen wunderschönen guten Morgen. Woo! Leute, der Salamander wurde gestern gefangen. Noch einer ist gekommen. Die haben den bis jetzt nicht gefunden. Aber unsere Theorie ist, er ist hinter diese Lüftung gegangen. Genau, er ist also hinter dieser Lüftung Bereich. Hier. Alles in einem grünen Bereich. Aber wir haben gestern trotzdem ein Moskitonetz bekommen, damit uns kein Salamander mehr hier angreifen kann. Aber was ist das? Wir sind mit sowas eingeschlafen. Guck mal. Auf jeden Fall, jetzt geht's ins Styling Center. Und wisst ihr auch warum? Heute buchen wir eine Rundtour durch die ganzen Inseln. Und es gibt hier wohl eine Insel, wo Leonardo DiCaprio irgendwelche Filme gedreht hat, wo James Bond 007 gedreht wurde. James Bond 007. Freust du dich schon auf die ganzen Haie und Delfine beim Tauchen? Lag im Dorf bin ich schon auf den geritten Cousin. Kindergarten für mich. Ich werde dir morgen zeigen, wie ich auf die reite. Ich schnappe mir einen Hai, Habibi, den größten. Schnapp mir einen und zeige ihnen, wo der Hammer liegt. Wir sind jetzt an diesem Diving Center, Leute. Und wir buchen jetzt dieses Paket hier. Und hier gehen wir zum Affenstrand einfach. Dann gehen wir hier zum Meierweg. Hier wurde mit Leonardo DiCaprio ein Film gedreht. Mal gucken, wie das ist. Dann werden wir noch schnorcheln und tauchen, schwimmen. Und keine Ahnung, was das ist. Aber freust du dich schon? Oh nein, im Kindergarten, ich hatte diese Tour auch immer. Was frühstücken wir denn, Jenko? Immer das Gleiche. Immer Pancakes. Ich schwöre euch, ich habe es noch nie in Deutschland gegessen. Aber das schmeckt brutal, oder? Das schmeckt krank. So, Shababs und Shababinos, wir sind gerade im Meer. Guckt euch mal diese Aussicht an. Guckt mal bitte, wie schön. Hier das Glas, klare Wasser. Man kann damit duschen. Ich hoffe, ihr kommt alle einmal hierher und seht, wie schön einfach das Ganze ist. Meine Kamerafrau Jinko zeigt euch jetzt, wie schön das Ganze ist. Erin der Delfin, guckt mal diese schöne Aussicht. Das Wasser ist so vom Geschmack her, von dem Salz her, so eine 8 von 10. Aber gerne, wir sind in Salzwasser. Wir haben uns jetzt ein bisschen hingelegt, entspannen am Funpool, Leute. Was auf den schönen Erin? Cocktails und Shakes. Schaut euch mal diese schönen Cocktails an. Hier, meine Freunde, haben wir einmal einen Pina Coconana und hier haben wir ein Bananen-Ananas. Kokosnuss-Shake. Wisst ihr, was hier krass ist, Leute? Wir haben hier einfach so eine Cocktailbar. Und keine Sorge, Leute, die Cocktails sind noch alkoholfrei, deswegen heißen die Pipi Coconana. Auf Halal-Basis. Oh mein Gott! Was sagst du zu dem Fund von dem Krokodil? Einfach. Ich weiß nicht, ob es ein Krokodil ist, aber einfach ein Dinosaurier, ich schwöre euch. Echt, der ist einfach so, der ist hier rumgelaufen. So ein Ding. So ein Oschi, wisst ihr, oder? Heute gibt es ein paar Kunstwerke von Arteteck-König Jenko. Ich zeige euch jetzt, was ich alles mit Sonnencreme auf Erins Rücken male. Let's go. Du sollst ganz schon mal einfach nur meinen Rücken eincremen. Eine Stunde, was machst du da? Das zweite Bild ist ein Häschen. Ich schwöre, ich habe ein richtig schönes Häschen gemalt. Willst du mal sehen? Walla. Wir waren jetzt genug schwimmen. Ich dachte mir, ich mache ein bisschen einen thailändischen Touch und habe mir so zwei Bums gemacht. Und hier hinten habe ich mir so einen Pokémon-Blitz gemacht. Ist die nicht süß, Walla? Jetzt guckt ihr irgendwelche Stories asiatisch an, wie man ihre Haare macht. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt fertig gemacht, wie ihr sehen könnt. Weil wir gehen jetzt zu so einem Tempelrestaurant und da essen wir richtig asiatische Küche. Wir freuen uns, weil das ist so auf einem Berg drauf. Und da gehen wir jetzt erstmal hoch und gucken uns das Ganze an. Nach einer Stunde Berglaufen sind wir endlich angekommen. Wir haben jetzt erfahren, dass man auch sich nach oben fahren lassen kann. Wir sind gerade einfach Berge aufgeklemmt. Wie nennt man es? Aufgeklemmt? Ach, wir können nicht mal mehr reden, wie hübsch das einfach ist. Wow. Wie cool ist das? Guck mal bitte, habt ihr schon mal sowas bekommen? Bei einem Restaurant. Das erste, was wir bekommen haben, sind so kleine Chicken Rolls. Das ist sowas wie so Köfte, das ist so, ja, so Grundköfte. Die werden sagen, warum ist da alles mit Fingern? Ich mache mal hier mit Gabel. Ganz modern. Auf jetzt.
so Hähnchen. Aber lecker. Ja? Erin hat das Ganze richtig spannend gemacht. Ich muss jetzt auch diese Rolle probieren. Schmeckt gut, aber was soll ich sagen? Ja, das schmeckt wie so Sossis. Oh, das ist richtig lecker. Unser Essen ist gerade angekommen und wisst ihr, was ich gerade bemerkt habe? Ich habe einfach fette Hähnchenkeule bekommen. Einfach, sie ist keine Hähnchenkeule, Leute. Das kommt davon, wenn man irgendwas bestellt, was man nicht kennt. Du kennst das auch nicht. Ich habe hier Chopsticks auf Hähnchenbasis. Wow. Mit Erdnusssoße. Ey, deine sehen brutal aus. Und hier ist so Krautsaft. Einen wunderschönen guten... Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt auf einem Speedboat, wir fahren zu diesen Inseln, wo die ganzen Affen sind. Let's go! Die erste Insel, die ihr hier sehen könnt, nennt sich Maya Bay. Ganz schön windig hier! Alter, keine Ahnung, ob man es wie im Video sehen kann, wie schön das ist. Ihr müsst es einfach live sehen. Hier im Paradies angekommen, einem sehr windigen Paradies. Gerade hat unser asiatischer Reiseführer von uns ein paar extravagante Bilder gemacht, die werden wir euch jetzt hier einblenden. Hier wurde The Beach gedreht mit Leonardo DiCaprio, einer der berühmtesten Filmmächte überhaupt. Dadurch ist diese Insel überhaupt berühmt geworden. Ich meinte, wohin gehen wir? Sie meinte, keine Ahnung, wohin wir hingehen, ja? Ich habe mich als Freiwilliger gemeldet, Leute. Wer da ins Wasser will, zeigt dir mal, wie ein richtiger Freibadschwimmer schwimmt. Ja. Okay. 1, 2, 3. Woo! Wie ist das Wasser? Bombe! Wie war's? Unglaublich. Ich schwöre euch, noch nie war das Schwimmen so schön. Guck mal, Leute. Guck mal erstmal das Wasser an. Zeig mal Wasser. Guck mal jetzt. Wir waren jetzt schwimmen draußen und wir sind jetzt endlich auf der Affeninsel angekommen. Freust du dich schon? Alter, ja. Guck mal hier, das ist deren Territorium. Hallo! Hi! Da ist noch einer. Grüß euch, ich habe miese Paranoia. Cinco? Ich freue mich übertrieben, aber ich bin komplett nass. Sie sagen gerade, dass der Affe schwimmen kann. Hier sehen wir einen Affen in seiner wilden Natur. Was sagst du denn zum Affenpark? Das ist einfach krass. Ich habe schon mal Affen gesehen, aber das ist einfach deren Insel. Sollen wir einfach jemanden klauen? Sollen wir einfach einen klauen? Ich habe doch schon einen Affen mit dir. Wir sind wieder zurück zu unserem Hotel, gerade erst angekommen. Und Leute, das war so schön. Diese ganzen Inseln, die wir einfach besucht haben. Welche Insel fandest du am krassesten, Cinco? Die Affeninsel. Die Affeninsel war einfach die beste Insel. Und du? Meiner Meinung auch. Aber diese Maya Bay, wo diese ganzen Filme gedreht wurden, das war einfach irgendein anderes Feeling, als ob ihr in so einem Film drin seid. Leute, heute zeigen wir euch das Starbucks von Thailand, Bean & Co. Die machen die krassesten Frappuccinos, was Cinco übertrieben feiert. Also Leute, seht ihr das? Hier gibt es diese Signature Ice Drinks und ich nehme mal Chocolate Cookie Crumble Frappuccino. Das ist hier das Leckerste. Was sagst du, was ist das Leckerste? Das ist schon das, was du sagst. Ich stelle mal nach, was sie holen. Unglaublich. Ein Laden und die haben richtig viele Sachen. Die haben auch so Müll. Pick Ice Cream und die haben auch so Mini-Kuchen und wir holen uns meistens diesen Cherry Cheesecake, der ist sehr, sehr lecker, aber Leute, deren Oat selbstgemachten Cookies sind so lecker. Andere Liga, ich schwöre euch, andere Liga, ich habe so viel davon gegessen, noch nie so ein leckeres. Was ist Starbucks dagegen? Gar nichts. Ich schwöre euch, Thailand, was das angeht, unglaublich. Ich zeige euch den leckersten Oreo Frappuccino mit Kaffee. Erin, ist das der leckerste oder nicht? Das ist der leckerste. Nicht einer der leckersten, der leckerste, wirklich. Bismillah. Wow. Einfach wow. Ey, die heute schmeckt unglaublich, ja. Das ist Kaffee mit Kakao und Oreo-Kekse. Aber so zermalmte Oreo-Kekse. Und die mixen das Ganze, Sahne und Oreo-Kekse rauf. Und das schmeckt unglaublich. Wir sind jetzt in deren Shop hier drin, ne? Von der Insel. Die haben auch einen eigenen Shop, Leute. Und hier gibt es so Plastikherzen, worauf man die Liebe gravieren kann.
und Liebe verewigen kann in dieser Insel. Und die machen das jetzt. Komm mit. Kommt mit, wir holen jetzt so ein Herz, Leute. Das sind diese Herzen, wo man unser Datum und Namen hinschreiben kann. Und dann gibt es hier so einen Liebesbaum und den können wir dann aufhängen. Und das machen wir auf jeden Fall gleich. Schönen guten Tag, Freunde. Heute ist es soweit. Heute ist unser allerletzter Tag hier. Wisst ihr, wir werden diesen Ort hier vermissen. Hier war alles so schön, friedlich. Palmen, Sand, Meer. Die Mitarbeiter waren freundlich. Alle super nett, Walla. Ein sehr, 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 sehr erholsamer Urlaub gewesen. Alles hat mal ein Ende, aber wir sind nicht traurig, Leute. Wir freuen uns wieder auch zurück zu sein, weil, sagen wir euch ehrlich, wir haben so einen fetten Köftespieß, Walla, Köftespieß, Leute. Vermisst. Als allerletztes wollten wir noch eine Sache machen. Und zwar gibt es hier einen Liebesbaum, wie ihr sehen könnt. Und die Leute schreiben hier deren Namen hin, deren Datum und verewigen sich hier. Und wir haben das Ganze auch gemacht. Zeig mal, Erin. Wir haben auch ein Herzchen geschrieben mit unserem Namen, unserem Datum. Und wir möchten das gerne zusammen da drauf tun, damit natürlich dieser Ort uns auch nie vergisst, die Jerrans. Habibi, wir sind immer hier. Wir sind überall einfach. So. Erin und Jelita. Richtig, richtig schön. Leute, wir machen es irgendwie überall. Schlösser, Brücken, irgendwas. Einfach nicht, weil wir nicht dran glauben, dass unsere Liebe ewig hält. Weil diese Frau kann ich nur immer lieben. Einfach nur, weil wir Zeichen setzen wollen. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Ja, lasst ein Like da, abonniert, kommentiert. Teilt es mit eurer Sippschaft, Onkel, Cousins. Lasst viel Liebe da. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir küssen eure Augen, supportet uns. Schreibt mal, wohin wir als nächstes reisen können. Und viel Spaß. Bye.